Seit einer Woche deutet Vanessa Schmidt, 25, immer wieder auf ihrem Instagram-Kanal an, dass der Haussegen zwischen ihr und dem ehemaligen GZSZ-Darsteller Raoul Richter, 35, schief hängt. Die 25-Jährige löschte alle gemeinsamen Bilder und teilte immer wieder kryptische Texte, die darauf schließen ließen, dass sie möglicherweise betrogen wurde. Jetzt meldete sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und bestätigte, sie und Raoul seien kein Paar mehr. Es geht mir natürlich nach wie vor nicht gut, aber da muss bestimmt jeder mal durch, erklärte die ehemalige Miss Tuning 2017. Vanessa Schmidt über die Trennung von Raoul Richter, es ist erst eine Woche her. Zudem betonte Vanessa, es wird von mir erst einmal kein öffentliches Statement geben. Ich denke, dass das natürlich akzeptiert und respektiert wird. Dass wir getrennt sind ist klar, aber den Trennungsgrund möchte ich aktuell nicht aussprechen. Die Blondine möchte sich nämlich nun wieder ausschließlich auf sich konzentrieren und schauen, dass es nach vorne geht. Es ist zwar erst eine Woche her seit der Trennung, so Vanessa, doch es könne nicht sein, dass sie vor sich hin vegetiere, denn man habe nur ein Leben. Die 25-Jährige ist sich sicher, dass sie noch eine Weile brauchen wird, bis sie alles überwunden habe, doch sie sei ein lebensfroher und lustiger Mensch und genau da möchte Vanessa auch wieder hin. Raoul Richter selbst hat sich noch nicht zur Trennung geäußert.